So, hier jetzt der Nachtrag, der mir noch ganz wichtig war. Nicht wundern, dass die Optik nicht stimmt. Ich nehme eigentlich gerade was ganz anderes auf. Ich habe den Greenscreen nicht im Einsatz. Das sieht man jetzt, weil hier ist dann dieser komische. Egal. Ich hatte beim Bau dieses Modells, dieses Mold King Forklifts, ja erzählt in einem der Videos, dass da ein Liftarm fehlte. Da ist er. Pack den mal vor meine Augen, dann kann ich da durchgucken. Dieser Liftarm hat sich versteckt. Und zwar. Hier, diese formschöne Dose, wie man sieht mit Stiften, Schraubenziehern und allen möglichen, steht hier rechts außen auf meinem Schreibtisch. Und als ich diesen Liftarm also als ich die Tüte aufgemacht habe, wo dieser Liftarm drin war, habe ich die Tüte so versucht vorsichtig aufzureißen. Kennt man ja, Chips-Tüte, ganzes Zimmer voller Chips. Und da ist das auch passiert. Ich habe, nein, nämlich dunkel zu erinnern, Tüte aufgerissen. Und dann muss dieser Liftarm im hohen Bogen eigentlich da. Aber nee, ist es ja aus eurer Sicht da. Und dann ist er hier in dieser Dose gelandet. Und da habe ich letztens drin rumgewühlt und habe ihn gefunden. Also, nur als kurzer Nachtrag: Mold King ist nicht zu blöd, Tüten zu packen. Ich habe es geschafft, diesen Liftarm wegzuzaubern. Dass ich jetzt ja einen neuen Liftarm da benutzt habe, egal. Das war mir nur wichtig nachzutragen, falls irgendjemand diese Playlist sich anguckt, dass er dann am Ende auch erfährt, dass nicht Mold King was vergessen hat, sondern dass ich den Liftarm verdattelt habe.